Guten Morgen, liebe Backgemeinde. Heute ist Samstag, der 9. November 2024. Wir machen uns heute einen wunderschönen schwedischen eine wunderschöne schwedische Mandeltorte. Und ja, die macht uns jetzt ein bisschen Arbeit, aber ich habe ja Zeit. So, was brauchen wir dazu alles? Fangen wir mal mit einem warmen Ofen an. Wenn da drin steht 180 Grad, dann meinen die immer 160 Grad Umluft. So, was brauchen wir denn hier alles zu diesem Kuchen? Erstmal jede Menge Eier. 8 Stück an der Zahl. Wir brauchen ein bisschen Zucker, 180 Gramm Zucker. Wir brauchen geriebene Mandeln. Das Ganze ist ohne Mehl. Und wir müssen jetzt die Eier trennen. Das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ich habe auch schon mal den Boden hier ausgelegt mit einem Backpapier und ich bin nun mal ein armer Mensch und kann mir nur eine einzige Form leisten. Deswegen müssen wir das Ganze auch zweimal backen, weil ihr wisst selbst, wie schwierig das ist, so einen Boden zu trennen und vor allem, wenn der Boden dann relativ locker auch noch ist. Dann ist es ein einziges Gebrösel und deswegen backen wir den auch zweimal. So, was müssen wir denn als erstes machen? Wir brauchen erstmal ja den Boden und dazu müssen wir jetzt die Eier trennen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Methoden, um Eier zu trennen. Ich probiere jetzt mal eine, die habe ich neulich nur aus Zufall gesehen. In der Schüssel brauchen wir auf jeden Fall schon mal unser Eis. Jetzt gibt es natürlich solche Flaschen. Und jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert. Also so funktioniert es erstmal nicht. Dann machen wir das einfach auf die herkömmliche Art und Weise. Das ist halt ein bisschen. So, aber erfolgreich gefällt. Jetzt
geben wir uns hin. Bisschen da rein. Brauchen wir eine Prise Salz. Gerade irgendeinen anderen. Tobias. Aber ich wollte dort hingehen und schräg immer. So, jetzt heben wir nur noch die Mandeln drunter. Deswegen habe ich jetzt auch den reinen Knetstab da drauf. Eigentlich nur drunter heben wollen, ohne den Schwimmbutt. Machen wir das auf die manuelle Art und Weise noch ein bisschen, dass wir den Mantel hier unterheben. Let the girls know that you're good to go. I rock the show like I rock your hoe. Dass das eine gleichmäßige Konsistenz hat. Represent the hip hop. Just got the style that's so versatile. And then I rock the microphone and make it yell with the rap. Because I'm just Rashid. I give you what you need. Ripping niggas up at the breakneck speed. Ho, ho. I said ho, ho. I get to go. I say rock your body. I said rock your body. Shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Shake it, shake it, shake it, shake it, yo.
So. Und der kommt jetzt für 20 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den zweiten Teil backen. Bis dann. So, die erste Schicht ist hier jetzt bereits auf dem Tortenboden her. Und jetzt gehen wir über zur zweiten Katastrophe. Dann geben wir den nächsten in den Ofen. Jetzt wieder 20 Minuten. So, dann melde ich mich wieder, wenn ich hier mit der Creme weitermache. Bis dann. So, ihr seht, der Boden Teil 2 ist ebenfalls fertig und liegt hier bereits zum Abkühlen. Und jetzt machen wir mit unserer Creme weiter. Ich habe hier jetzt 250 ml Sahne rein. Ich habe eine Packung Vanillezucker rein, 150 Gramm Zucker. Und ihr seht an den schwarzen Punkten da oben drauf, dass das echte Bourbon Vanille ist. Und das Ganze lassen wir jetzt auf. Das köchelt jetzt schön. Sahne muss kochen. Und ich schalte die Herdplatte aus. Und nehme hier jetzt einen Schöpflöffel von der Sahne. Ein paar Löffel. So, das sollte reichen. Jetzt nehmen wir hier unsere Eier und das von der Herdplatte weg. Vorsichtig.
Jetzt rühren wir das hier in diese Sahne. So, jetzt füllen wir diese Masse um. Schön. Und jetzt geben wir eine Frischhaltefolie drüber. Hier über einen Pudding keine Haut bildet. Deswegen jetzt die Folie hier drüber und das Ganze muss jetzt kühlen. Damit wir das dann später noch in unsere Butter verheiraten können. Und dann müssen wir es nur noch brauchen. So, nachdem wir jetzt vom guten Klassenkrieg zurück sind und in der Zwischenzeit unser Pudding Zeit habe zum Abkühlen, machen wir jetzt hier weiter. Wir rösten jetzt hier die Mandeln an. Dann haben wir hier unsere beiden Teige. Und jetzt habe ich schon mal diesen Hammer.
mal retro. Und gefüllt in meine berühmte Flasche. Weil wenn ich eines nicht mag, dann sind es einfach trockene Füllen. Feuchten wir den ganzen jetzt etwas. Auch. So, dann kann das jetzt hier schön einziehen. Und hier röste ich jetzt einfach diese Mandeln an. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, der Pudding ist noch ein bisschen warm und deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Also das ist jetzt nicht mehr so spannend, hier ein paar Mandeln anzurösten. Und deswegen melde ich mich wieder, wenn wir mit der Buttercreme weitermachen. Bis dann. So, wie ihr seht, ich habe jetzt 200 Gramm Butter da rein, die ich auch butterweich, wie man so schön sagt. Und die schlagen wir jetzt schauen. Schon wieder aus. Wow. Super schön. Gut. So, das weiß ich gleich weg. Was? Das ist nicht. Das ist ja voll ist. Ich gehe ab.
So, meine Kamera hat mir gerade mitgeteilt, dass sie sich ausgeschalten hat, weil die Batterie leer war. Vielen Dank dafür. Mit einem Signalton hätten wir das dann auch registriert. Ich weiß also nicht, wo das Ganze jetzt dann aufgehört hat. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt hier noch ein paar Häubchen drauf, weil wir diese Häubchen dann auch noch verzieren. Der reicht jetzt genau für diese Verzierung da. So. Sagenhaft.
So, das ist jetzt nicht wirklich, als ob diese Torte keine Arbeit machen würde. Das waren jetzt immerhin 4 Stunden. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und die stellen wir jetzt erstmal schön kalt und heute Abend schneiden wir sie dann an. Bis dann.